Alles ist schon wieder Montag, 16 Uhr. Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online. Wir sind auf dem Weg nach Gnisis. Beziehungsweise eigentlich nach Gnisis, sondern nach einem Ort, den ich nicht aussprechen kann. Der nächste beste Punkt ist die hier. Ja, das ist die falsche Quest. Wir wollen... Gnisis war doch hier irgendwo, oder nicht? Das ist anscheinend Gnisis. Och nee! Ja, jetzt erinnere ich mich wieder, was das für ein Ort ist. Da ist nämlich auch manchmal diese Dedra-Quest. Ich glaube, von hier oben fahren wir besser. Das ist einer der schlimmsten Orte von allen. Weil irgendwann hat sich mal ein Designwechsel ergeben in Elder Scrolls Online. Und das war dann der Wechsel von... Reiten wir los! Von Gegenden, die du einfach durchreiten kannst. Und vorher war das halt so, dass das auf der Karte sah, das alles sieht nach wenig Distanz aus, aber das ist halt der Trick, weil diese Minimap da oben, die ist ja... Eigentlich hast du ja nur diese Karte hier. Diese Minimap da oben ist ja ein Add-on, das ich ziemlich exzessiv benutze, aber... Die Map funktioniert nur so lange, wie du einfach mehr oder weniger frei durch die Gegend laufen kannst. Aber die alte Designphilosophie war genau das, dass hier so eine Schlucht und du kommst hier auch nicht so einfach hoch und runter. Warum nervt mich das? Weil das hier einer der schlimmsten Orte dafür ist, weil du musst nämlich hier da hinten in dieser, in diesem Ort da hinten, das ist einer von diesen Dingern von den Aschländer-Quests, wo ich halt diese Dinger mache. Für gerissen wie die Nacht, weil das halt die Aschländer-Dinger sind. Das ist einer der Orte, wo man da Sachen sammeln muss. Da muss ich jedes Mal durch und ich verlaufe mich jedes Mal, weil ich natürlich nicht die Brücken lang renne, sondern denke, ich nehme den direkten Weg, denn... Hier ist die Brücke. Reden wir. Warte mal, das ist aber... Das Ding gibt es auch... Es muss es eigentlich in Morrowind geben, weil sonst wird das ja alles keinen Sinn ergeben. Es juckt mir wirklich in den Finger, Morrowind nochmal zu spielen, aber es ist halt so langwierig, das Spiel. Und du müsstest alles selber vorlesen und zumindest zusammenfassen. Und es ist halt... Ach, das ist anstrengend. Und vor allen Dingen, das ist den ganzen guten Content, an den ich mich erinnere, dazu gehört auch viel Zeug, wenn man durch irgendwelche Höhlen gekrochen ist. Und es erstmal zum Boden, bis es läuft. Na gut, ich könnte einfach Dingsbums nehmen hier on top da. Trotzdem. das ist eine Lebensaufgabe. Schlimm, der Fluch der Bethesda-Spiele. Ja, ich würde das ja gerne spielen, aber bis ich das fertig gemoddet habe. Gerissen, was hast du? Mal sehen. Gnisis ist in der Nähe. Die Brücke zu den Wemer-Ruinen ebenfalls. Die Geheimtür könnte irgendwo zwischen hier und der Küste sein. Verschwenden wir unsere Zeit nicht mit Suchen. Ich habe etwas, das uns helfen könnte. Das ist ja hochinteressant. Ich habe mich übrigens, ich habe beim letzten Mal behauptet, ich habe irgendwas in der Nähe von Gnisis gemoddet. Ich glaube, das stimmt nicht, weil Gnisis ist ja oben links und das war, glaube ich, ein alter Ruhn, wo ich das den Ort, der in einer riesengroßen Krabbe wohnt, habe ich das, glaube ich, gemacht und nicht in Gnisis. Und das sah im Morrowind alles ein bisschen anders aus. Ich habe schon echt lange Morrowind nicht mehr angemacht. Na gut, was hat er denn, was uns hier helfen soll? Ich habe diesen kleinen Verfolgungszauber, an dem ich in meiner Freizeit arbeite. Damit sollte ich die Spur finden können, die wir suchen. Ich muss mich auf Federos Brief konzentrieren, während ich den Zauber wirke. Ihr wacht über mich, während ich das tue, ja? Also, nur weil ich auf den Zauber konzentriert habe, stehen wir hier unter Angriff oder was? Warum muss ich den jetzt hier beschützen? Ich dachte, das ist ein relativ risikofreies Gebiet hier. Gib mir einen Augenblick. Ich habe das noch nie versucht, während jemand zusah. Ich finde es jetzt gerade überraschend, dass er tatsächlich... so eine größere Begabung für Magie hat, weil... Oh, warum beschwört er jetzt hier ein Schnüffelvieh? Los geht es! Schnell! Hinterher! Was? Warum ist das so ein Schnüffelvieh? Warum ist das so ein Pangleon-Dingsbums hier, Schuppentier, wer heißen die Vieh hier? Auf jeden Fall sollte man nicht anfassen bei gefährlichen Krankheiten. Aber warum beschwört er so ein Vieh? Oh, war schon schlecht. Ja, also wir hätten natürlich den Eingang auch einfach suchen können, weil es hieß ja, die Schlüssel lagen rum. Oder lagen aus. Das ist schon sehr witzig. Mir fällt bestimmt gleich wieder ein, wie das hier ist. Kleines, weiter! Was ist das für ein Vieh, was er da beschwört? Warum hat er auf einmal ein Beschwörungsvieh? Wo kommt das denn jetzt alles her? Das ist ja irgendwie sehr überraschend auf jeden Fall. Also, so ist ein Thema, dass das mich überrascht nichts mehr diese Tage. Ha! Ist das ein Wardawag? Ja, wahrscheinlich ist es ein Wardawag, ne? Renn mal sofort zurück. Okay, gut, das wissen wir, wenn man Wasser beschworen hat. Ein Wartwag und nicht, wie ich dachte, ein Gürteltier. Dass das Wort noch nicht eingefallen ist. Aber. Jetzt sind wir nämlich genau in dieser Ruine, die eigentlich eher Dedra ist, als. Wie auch immer das Schwärmer-Ding da oben heißt. Oh, nee. Was? Jasamindin. Ich weiß übrigens nicht, ob Morrowind hier auch so eine Dedra-Ruine ist. Die fand ich übrigens in Morrowind immer komisch, diese Tetra-Ruinen, weil irgendwie, die gibt es halt in den anderen Spielen nicht hinterher. Und wenn ich so zurückdenke, dass da halt irgendwelche öffentlichen Tetra-Bauwerke rumstehen und nicht in irgendwelchen tiefen Höhlen sind, war das halt immer ein bisschen irritierend. Normalerweise rennen hier mehr Viecher rum. Ist denn mit diesen Viechen in Ordnung? Ich bin ja sowas von nicht willens, gegen irgendwelche Luftatomaren zu kämpfen. Ein tätrischer Schrein?
Wunderbar. Ach, jetzt dürfen wir hier rein. Laboratorium ist der neue raus. Aha. Wir finden eine Schmuckkassette, an die ich irgendwie noch vielleicht rankomme, wenn ich mich ganz so anstrenge, ohne aufzufallen. Wir finden einen Schlüssel zum Laboratorium. Gut. Nun müssen wir nur noch hineingehen. Laboratorium. Meine Güte, das ist fast genauso schlimm wie Pyramiden. Wo wir beim Thema werden. Ich würde ja nicht gerne noch mitgerissen, wie die Nacht drehen. Geht das nicht, wenn ich schleiche? Doch nicht. Ob der Erneuerer in diesem Versteck wohl Dimmick Ei festhielt? Aus welchem Holz seid ihr wohl geschnitzt? Oh nein, ich werde von einem Luft... Nee, ich werde nicht von einem Luftdatenmacher angegriffen. Ich werde von einem Clan-Dorn angegriffen. Was soll der hier machen? Na gut, okay, aber er hatte sowieso keinen... Okay, jetzt werde ich von einem Luftdatenmacher angegriffen. Ich übrigens auch irgendwie mal Kampfstärke-Erinnerung hatte. Die Kritiker immer weg. Haha. So, ja, also es ist das Labor des Erneuerers ist tatsächlich sehr dietrisch eingerichtet. Gerissen? Welche Kommentare? Käfige. Dunkelheit. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, einen solchen Ort zu vergessen. Ja, aber ist Hatrinila wirklich das Ding hier? Es sieht verlassen aus, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir allein sind. Hier nicht? Ist etwas. Ja, super. Also das sieht tatsächlich ein bisschen, ich sag mal, deprimierend aus hier, das Ding. Also abgelegene Ecken. Das ist halt doch mal dieser das ist ein Ding, was ja vor allen Dingen in Amerika eigentlich funktioniert so gut. Sia Jeepers Creepers hieß es, glaube ich, das mit diesen komischen Wänden. Dass du halt, Amiland ist halt so groß, dass du da irgendwelche Sachen wirklich wochenlang nicht besuchst oder Monate, jahrelang nicht besuchst, denn da du in irgendeinem Käfig stecken kannst, in irgendeinem Bauernhaus und dich nie irgendjemand findet. Das geht in Deutschland natürlich theoretisch auch, aber irgendwie wirkt Deutschland nicht so groß, dass das gut funktionieren kann. Andererseits hast du denn die Österreicher, die in der Stadt jemanden im Keller Ewigkeiten lang aufbewahren können. Aber gut, die wurden halt auch nicht gesucht, ne? Meine, das kann ja auch passieren, ne? Das ist halt irgendwie so die Standard, Standard-Crime-Story oder Two-Crime-Dingsbums, dass du halt gerade als Frau, aber kann ja auch als Mann passieren, theoretisch. Da haben die Leute meistens wenig Interesse daran, dich tatsächlich einfach nur gefangen zu halten. Dass du in irgendeinem Keller feststeckst und wenn der halt halbwegs tondicht ist, dann hört dich da nie irgendjemand schreien. Ich meine, an sich, wer soll dich da jemals finden, wenn das halt keinen auffällt? Das ist halt der komische Nachbar, der mal ein bisschen mehr Essen kauft, aber pff, fällt er nicht auf, ne? So, was haben wir hier schön? Sonnendiewelts Tagebuch. Ah ja, diese Leiche sieht sehr tot aus. Na gut, dann... Wo ist denn gerissen, wie die Nacht? Ist der jetzt hier auf jeden Fall shit gegangen? Ah ne, er ist hier. Ketten. Okay, gut. Dann lesen wir nochmal das Tagebuch, was hier praktischerweise liegt neben der umgefallenen magischen Feuerschale. Endlich habe ich es geschafft. Das Metall Tyranid Brandkalk ist formbar, sofern die exakt richtige Magie, Hitze, Menge und Hitze angewandt wird. Die Bindung verursacht bei argonischen Schuppen mehr Reizung als bei Salamandern. Dennoch beschweren sich die Probanden, solange sie da meinen Einfluss stehen, in keinster Weise über Entzündung oder Juckreiz. Und an meiner neuesten Serie sind meine Probanden absolut beeinflussbar und eifrig darum bemüht, jeden meiner Anweisungen zu folgen. Mein Wille ist ihr Wunsch. Sie sind augenscheinlich bei klarem Verstand. Und wenn sie nach den Trennen wieder sie selbst sind, haben sie eine Lücke in der Erinnerung, als hätten sie die Zeit nie, als hätte es die Zeit nie gegeben. Oh, also man kann es trennen. Das natürlich... Tyranid, Brandkalk. Also Brandkalk ist übrigens das Zeug. Da habe ich sogar einen Familienfall. Also mein Uropa, also der Vater meines Opas, war tatsächlich blind. Wegen Brandkalk. Also das ist, das ist Löschkalk? Also es ist halt auf jeden Fall den Kalk, den du halt benutzt, bevor der ungefährlich ist, ist der sehr basisch. Und den schippt man halt in großen Mengen. Und wenn der dir ins Auge kommt, ist das sehr schlecht fürs Auge. Ist in der Vergangenheit sehr viele Leute blind geworden, also das ist heutzutage nicht mehr so das Problem, aber das war, in der Vergangenheit war es halt durch ein Ding. Naja, andererseits hat anscheinend so mein Urgroßopa so zumindest so halbwegs den Krieg überlebt, weil blind bist du halt nicht so wirklich dafür prädestiniert, um an der Front zu sterben, ne? Naja, zurück zum Thema. Also sie verlieren die Erinnerung, also das ist also genau das, was mit Gerissen wie die Nacht passiert ist. Also werden die Erinnerungen nie aufgenommen. Es wird keinerlei Durchbruch mehr geben, wie bei Gerissen mit seinen vorbildlichen Willenskraft und seinem Widerstand. Wenn ich ihn finde und einmal mehr einstimme, werde ich seine Erinnerungen zurückkehren. Der wird wieder so sein wie früher. Abzüglich seines nervtötenden Wunsches nach Freiheit. Eigentlich hat ihn das noch immer zu etwas ganz Besonderem für mich gemacht. Schließlich habe ich ihm diesen Durchbruch zu verdanken. Wäre doch nur hier, damit ich ihm persönlich danken kann. Es ist so befriedigend, endlich an diesem Punkt zu sein, nachdem mich meine frühen Experimente beinahe ruiniert hatten. Mein Ehrgeiz überforderte meine Liebsten. Er kostete mich viele Freunde und mehrere Verlobungen. Als ich allein und gerissen der einzige Überlebende seiner Sklavenkohorte war, wurde mir bewusst, wie bemerkenswert er war. Mir fehlen doch unsere Gespräche. Keiner der anderen, ob Sklaven oder sonstige, feuerte mich so heraus wie gerissen. Keiner ist ihm in seiner Unterhaltung ebenbürtig. Sein Trotz entfachte mir stets das Feuer der Inspiration. Er war der Wetzstein der Klinge meiner Bestrebungen.
Er ist mein perfektes Experiment, meine letzte Herausforderung. Ich darf nicht wütend sein, dass er mir entlockt wurde, auch wenn ihn das in seiner Erinnerung an mich kostete. Denn sicherlich hätte ich diesen Durchbruch nicht gehabt, hätte ich ihn nicht verloren. Wenn ich ihn in meinen Willen unterwerfen dennoch intakt halten könnte, was ihn einzigartig macht, dann wäre meine Bestrebung erfolgreich. Mein Name soll in den Ohren aller Magier von Necro bis Dolchsturz klingen, aber das wird nur ein geringer Erfolg sein im Vergleich dazu, dass ich gerissen wieder habe. Es reicht mir nicht, ihn in Greifweite zu haben. Er muss mir aus der Hand essen, ohne dass ich riskiere, dass er mir sie abbeißt. Wie oft habe ich mir unser Wiedersehen schon vorgestellt. Ich bin mir sicher, dass er sich nach seiner Erinnerung sehnt. Warum sonst ist er nicht darauf aus, mich zu jagen, zu töten? Dass er schon immer deutlich neugierig, viel wachsamer war, als er zugab, ist hier zu meinem Vorteil. Mag sein, dass er abschreitet, zu vermissen, was ihm genommen wurde, aber ich kann ihm versprechen, dass er wieder ganz wird. Ich muss ihn nur finden. Aha. Was ist das für ein Metall? Als wir hier hereinkamen, konnte ich es förmlich spüren. Tyranit-Brandkalk. Oh, kriegen wir Besuch. Gerissen. Nach all der Zeit. Wo seid ihr? Wer ist das da bei euch? Bleibt zurück! Ihr habt den Tyranit berührt. Und ich konnte es spüren. Gerissen. Ihr seid immer noch eingestimmt. Wisst ihr, was das heißt? Erinnert euch an mich. An uns. Ich erinnere mich daran, euch töten zu wollen. Ganz recht. Und ihr steht so kurz davor, wieder mir zu gehören. Nur noch einen Moment länger. Das Metall brecht die Verbindung! Aha. Hey, Tyranit Brandkalk. Bonk. Wir müssen von hier weg. Ha, interessant. Aber wie auch immer, ein Metall gerade bei Argonian funktioniert. Und vor allen Dingen, dass das ein dauerhafter Qual dabei, beschweren sich halt einfach nicht, weil sie unter Einfluss stehen. Oder ist die Einstimmung was anderes als das andere Ding? Hat er noch was zu sagen? Verlassen wir diesen Ort, bitte. Wir unterhalten uns draußen. Ja gut, ich meine, das gerissen, wie die Nacht noch lebt, wusste er schon. Also an sich hat er keine neuen Informationen, ne? Hoffe ich zumindest. Und der schnelle Eingreiftruppe kann ich mir... wir haben Teleport, ne? Teleport kommt immer sehr unpraktisch. Warum machen wir hier so ein totes Vieh rumliegt? Also... Er hat das erst bei Salamander gedacht, warum hat was hat das genau mit den Schuppen zu tun? Ich hoffe, dazu gibt es noch eine gute Erklärung und das wird hier nicht so weggewischt. Vor allen Dingen, er braucht dafür explizit Argonia. Und vor allen Dingen hat er auch gesagt, dass er noch andere Leute damit umgehauen hat, ne? Also, dass er halt irgendwelche bekannten Freunde verloren hat. Das spricht ja irgendwie dafür, dass er nicht explizit an Argonia oder Sklaven gemacht hat. Ich meine, das ändert irgendwie, verbessert nichts. Oh, muss ich mich hier stacken? Nee. Aber das ist interessant, dass er nicht mal die Unterscheidung macht. Also ist für sein Zielopfer der gute Sondivel alles. Sondivel Ulres. Diesem Namen wohnt eine Bitterkeit inne, die ich bisher nicht kannte. Ich hasste ihn, da bin ich mir sicher. Und sein Labor war verlassen, also fehlt uns jede weitere Spur. Was war das für ein Metall? Habt ihr dergleichen schon einmal gesehen? Ich nehme an, es ist dädrisch, so wie infernalisches Eisen, ist halt der Tyranit-Brandkalk. Naja gut, das Material heißt Tyranit-Brandkalk, es fängt an seinen Sklaven, was geschah, als es berührt hat. Ja, anscheinend war noch eingestimmt, wir müssten, also was hat Renila denn genau gemacht, wenn nicht diese Einstimmung zu brechen? Da sollten wir uns vielleicht erstmal ransetzen und mal vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, zu Vanus Galerion oder so latschen und mal nachfragen, was das mit dieser Einstimmung auf sich hat, weil das ist ja irgendwie auch ein gewisses Operationsrisiko für uns, oder nicht? Der Erneuerer hat irgendwie durch dieses Metall... Oh, Mann. Wer hat denn bitte schon Dialoge in einer Dädra-Ruine gemacht? Ihr müsst besser sein, wenn ihr uns aufhalten wollt. Das nervt mich. Das ist halt, sagt, rede draußen, und dann stehst du aber mitten im Kampfgebiet und kannst es halt nicht... So, okay, auf ein neues. Sondivel. Der Erneuerer hat irgendwie durch dieses Metall von mir Besitz ergriffen. Als hätte er versucht, mir ein Stück von mir selbst zurückzugeben, das darin gefangen war. Es war ein Blick in mein vergessenes Leben. Meine Erinnerungen. Ich fasele Unsinn, nicht wahr? Naja, es sei denn, das funktioniert quasi als partieller Seelenstein und du kannst die Leute damit gefangen halten, dass du halt de facto die Persönlichkeit kurz austauscht vielleicht? Ja, du hast auf jeden Fall eine Menge durchgemacht. Ich komme schon zurecht. Ich muss das nur abschütteln. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so hart trifft. Dieses Tagebuch, das ihr gefunden habt, enthält es mehr von dem, was in diesem Brief stand? Nur dass das jetzt anscheinend der Tyranit Brandkalk perfekt funktioniert. Gut. Diese Verbindung geht in beide Richtungen.
Wenn wir mehr von diesem Metall, diesem Tyranit-Brandkalk finden, dann könnten wir das vielleicht ausnutzen. Das ist es! Wenn wir mehr davon finden, können wir damit vielleicht Sonnivel aufspüren. Irgendwie. Naja, ich meine, es ist immer noch ein angesehener Telvanni-Meister. Wie viel gibt's davon? Da könnten wir jetzt auch natürlich, weiß ich nicht, unsere Kontakte von der Diebes-Dunkle-Bruderschaft-Gilde anfragen und dann mal schauen. Also einer von beiden wird sich schon noch melden, I guess. Und dann kriegen wir da schon noch raus, wo der Typ ist. Also ich können wir uns hier viel sparen. Also wir wissen, dass er in der Vergangenheit ich ihn umbringen wollte. Ist das nicht eigentlich ein gutes Ziel, mit dem wir arbeiten können? Ich meine, in dem Moment kann er sich doch jetzt eigentlich zurücklehnen. Als gute Freundin machen wir das natürlich. Wir bringen Ole Sonnivel einfach komplett ohne seine Dings um. Also ich meine, so Telvanni-Magister umbringen, ist jetzt vielleicht auch nicht so mein übliches Geschäft, aber jetzt auch nicht weit draußen, oder? Ja, dann brauchen wir vielleicht Hilfe? Ja, von wem bloß? Vielleicht von Mevi? Ich werde Kontakt mit Mevi aufnehmen. Sie klang, als möchte sie uns helfen, meint ihr nicht? Ich bin es nicht gewohnt, Leute auf meiner Seite zu haben. Außer euch. Wir bringen das zu Ende. Koste es, was es wolle. Wir werden den Erneuerer vernichten. Gerissens Angelbeute. In Papier eingewickelter frischer Fisch, Köder, um mehr zu fangen, in Rezepten, all den Fisch zu verarbeiten. Gut, dass ihr da wart und dieses Zeug zerstört habt. Diesen Tyranit-Brandkalk. Warum können Zauberer Dingen keine normalen Namen geben? Okay, die Frage hat nichts mit dem Text, der dazu stehen zu hat, aber wir reden also über Dingsbums Ei. Soweit ich das beurteilen kann. Mevi sagt, sie fügt sich blendend in ihr neues Leben ein. Sie erwähnte nicht genau wo, für den Fall, dass der Brief abgefangen wird. Aber dem Warte mal, ein... mal. Das ist schon die nächste Quest, oder? Ach genau, das ist die nächste Quest und der Dialog war nur nicht passend. Also ich habe bereits die nächste Quest freigeschalten und deswegen war das hier gerade so verwirrend. Gut, dass ihr da wart und dieses Zeug zerstört habt. Diesen Tyranit-Brandkalk. Warum können Zauberer Dingen keine normalen Namen geben? Okay, der Text ist falsch. Okay, gut. Also das ist jetzt die nächste Quest, die wir aufmachen. Also ich habe genug Punkte angesammelt, schon die nächste Quest anzufangen. Ja, hatte ich dir einen Bruder genannt, nicht wahr? Warum geht's dir? Also Dimmick Eye möchte ein persönliches Treffen, hat einen Brief geschickt anscheinend. Das ist jetzt die Story, die dahinter stand. Soweit ich das beurteilen kann. Mevi sagt, sie fügt sich blendend in ihr neues Leben ein. Sie erwähnte nicht genau wo, für den Fall, dass der Brief abgefangen wird. Aber Dimmick Eye möchte ein Treffen. Sie wird in Schattenfen sein, in den Sümpfen nördlich von Alten Corimond. Woher weißt du das denn jetzt? Und warum will sie ihn treffen? Ich weiß es nicht. Aber ich dachte, was, wenn sie uns Informationen darüber geben könnte, wo wir den Erneuerer finden? Sie muss etwas darüber wissen, wo er sich versteckt. Etwas, das uns helfen könnte, ihn aufzuspüren. Ich habe mich bereit erklärt, sie zu treffen. Werdet ihr mich begleiten? Könnte natürlich auch eine Falle des Erneuerers sein, der mittlerweile weiß, dass wir unterwegs sind. Na gut, dann begleite ich dich natürlich gern zu deinem Treffen. Dann gehen wir in den Sumpf. Wunderbar. Aber fangt euch bloß nichts ein. Außer natürlich Fische. Er hat einen wirklich seltsamen Fokus auf Fischen. Na gut, wie gut kennt er Dimmick Eye? Wahrscheinlich null, oder? Ich kenne sie nicht. Sie war die Letzte, die Rhaenyla vor dem Erneuerer gerettet hat, bevor sie starb. Wir waren gemeinsam vom Erneuerer versklavt. So wie sie es erzählte, war ich wie ein Bruder für sie. Aber ich erinnere mich an nichts davon. Das Ding ist, an dieser Art der Versklavung, an der geistigen, das kommt ja gerade in Fantasy bevor. Habe ich das nicht neulich erst das Thema gehabt? Das habe ich in irgendeinem anderen Spiel bequatscht, glaube ich. Egal, auf jeden Fall, das Thema ist halt der, dass wenn du Magie tatsächlich bis zum bitteren Ende benutzt, dass du das ziemlich schnell, ziemlich dolle Grimdark werden kann, weil... Ich meine, normalerweise, wenn du so Leute halt versklavst, dann liegst du die halt irgendwie in Ketten, dann hältst du die halt in irgendwelchen Ställen und musst die irgendwie zur Arbeit rumpeitschen. In unserer langweiligen anderen Welt kannst du halt die Leute irgendwie in Lohnsklaverei verpassen, weil sie halt irgendwie sich erpresst fühlen, von einem Gehalt zum nächsten zu arbeiten, weil Sozialleistungen weiter runtergetrieben werden oder weil du halt irgendwie die Leute immer zeigst, na, guck mal, das könntest du ja in Hartz IV ablaufen, dann geht's dir richtig schlecht. Arbeite mal lieber für den schlechten Lohn hier. Das kannst du natürlich machen, aber in einer Welt der Magie kannst du die Leute ja quasi glauben lassen, dass sie gerne für dich arbeiten und überhaupt arbeiten, also dass sie nichts mitkriegen, also komplett durchtäuschen. Also wo du sonst noch riesengroße Kulte brauchst, kannst du das da eigentlich relativ easy machen. Du kannst irgendwie Leute ihre Seele quasi verschreiben lassen, indem sie mit ihrem Blut irgendeinen Vertrag unterschreiben und schon sind sie dann ein Stück komplett weg quasi. Das geht halt mit Magie wesentlich besser oder halt irgendwie mit Tyranit-Brandkalk, dass die Leute halt irgendwie, also du hast halt direkten Zugriff auf die Psyche der Leute, wo du sonst ziemlich viel Technik brauchst, den Leuten irgendwie das Gehirn bohren musst, um irgendwelche Chips einzubauen. Okay, laut einiger Leute reicht auch eine kleine Spritze, aber das, lassen wir mal das Thema. Das geht halt alles. Und das gibt eine ganz neue Situation, weil
du kannst natürlich sagen, ja, die Leute hier, die werden versklavt, die liegen noch in Ketten, die wollen doch ja gar nicht arbeiten, du bist ein böser Sklaventreiber. Aber was machst du denn, wenn die Leute, ja, die arbeiten alle freiwillig für mich, ja, die lieben es für mich zu arbeiten. Da kannst du ja erstmal nichts sagen. Das ist halt eine viel größere Hürde, da von außen gegen zu sprechen, ne, wenn die halt keinerlei physische Einschränkungen haben. Na gut, möchtest du sie vielleicht kennenlernen? Es klingt, als würde sie sich gut in ihr neues Leben einleben. Sie hat ihr Volk gefunden und ich habe euch. Ich könnte es versuchen, aber ich möchte sie nicht enttäuschen. Aber wir könnten ja mal den Hist fragen, der ist eigentlich mal gut in solchen Magiefragen. Inwiefern täuschen er, also nicht die Person ist, die aber voll, also die sie denkt, die er ist. Ich verlor mein Gedächtnis vor Jahren. Der Gerissen, den Dimmick Ei kannte, ist vielleicht auf ewig verloren. Der Neue hat nicht wirklich ein sonniges Gemüt. Ich will ihr nicht noch mehr wehtun. Sie hat schon genug durchgemacht. Naja, also es ist von dem, was wir so von Neuerer gehört haben, war der Alte gerissen wie die Nacht auch so ein bisschen finster, wenn er sie umbringen wollte. Na gut, warst du in letzter Zeit in Schattenfeen? Bevor ich euch traf? Hin und wieder besuchte ich Sturmfeste. Nicht übel für eine Stadt. Und davor? Keine Ahnung. Es könnte sein, dass ich in Schattenfen geschlüpft bin, bevor die Sklavenhäscher des Erneuerers mich raubten. Aber wer weiß das schon? Muss ja nicht mal explizit der Erneuerer sein. Aber der Erneuerer sprach davon, dass das die meisten von seinen Wurfs sind. Also wahrscheinlich hat er sie schon in jungen Jahren gleich den kompletten Stamm sich gekrallt, ne? Na gut, denkt er viel darüber nach. Ich meine, der Erneuerer hat behauptet, dass das Gerissen das unbedingt zurückhaben möchte, seine Erinnerung, während er das sagt, naja, da bin ich jetzt drüber hinweg. Nicht mehr. Das führt zu nichts. Aber ich dachte mir gern dumme Geschichten darüber aus, woher ich wohl kommen könnte. Einfach so, um die Einsamkeit zu vertreiben. Wisst ihr, in wie vielen davon ich ein Sklave war? In keiner. In keiner einzigen. Ja, und das, jetzt erzähl doch mal. Am liebsten mochte ich die, in der meine Eltern mich nicht zur Ausbildung als Schattenschuppe weggeben wollten. Also lebten wir auf der Flucht vor der dunklen Bruderschaft, die uns verfolgte, um mich zu einem ihrer Assassinen zu machen. Ich sagte ja, dass sie dumm waren. Ja, also das können wir noch nachreichen, das Thema ist kein Problem. Und vor allem macht er nicht genau diese Art von Arbeit. Und wie hat er da seine Erinnerung verloren? Oh, meine Eltern flehten einen Weber an, mein Schicksal neu zu schreiben. Der Preis dafür war, dass wir die Erinnerungen aneinander verloren. Was auch erklärt, warum ich in Walenwald aufwachte. Und trotz allem bin ich dennoch ein Söldner geworden. Damals waren mir Ironie und Kontinuität sehr wichtig. Also der Unterschied zwischen Söldner, der Leute umbringt für Geld, also das typische Wetwork, und sagen wir mal so, solche Sachen wie Karawanenwache, Wiederbeschaffung, also das ist ja eine breite Auswahl. Ich meine, das kann ja echt viel sein. Das kann von also du kannst als Söldner kannst du ja auch persönliche Leibwache auf Zeit für Leute sein. Du könntest so typische Rückführung von Eigentum machen. Gut, das involviert meistens auch den Tod von Leuten. Aber oder bis zu investigative Ermittlungen aller Laden. Ja, hier ist wer gestorben und irgendwie die lokale Polizei kriegt es nicht hin. Wir brauchen aber jemanden, der vielleicht ein bisschen außerhalb des Gesetzes arbeiten kann, sich nicht an irgendwelche Regeln halten muss. Das ist ja auch irgendwie streng genommen Söldner. Also so Mietklinge geht ja auch ein bisschen weiter. Und dann könntest du natürlich noch einfach professioneller Soldat sein, was halt auch eine Söldnerarmee ist. Oder aber du könntest zum Beispiel auch so klassische, weiß ich nicht, die Prinzessin ist irgendwie entführt worden, die muss zurück. Okay, das läuft auf jeden Fall. Die Prinzessin ist weggelaufen und die muss jetzt wieder davon überzeugt werden, zurückzukommen. Und bitte, ohne dass gleich alle Leute drin sterben, du kannst halt aus irgendwelchen politischen Gründen nicht die königliche Wache schicken. Oder die kaiserliche, fürstliche, whatever. Na gut, wie oft erzählst du so den Leuten die Geschichten? Ob ich je jemand anderem die versponnene Kindergeschichte meiner geheimen, eingebildeten Vergangenheit erzählt habe? Wirklich? Und sie erinnert tatsächlich an ein Märchen. Wenn sie euch also gefallen hat, sagt das eine Menge über euch aus. Das hat er jetzt behauptet. Okay, maybe. Nachdem wir sie in Windhelm fanden, war sie wohl inspiriert, Renilas Werk fortzusetzen. Das klingt nach einer ganzen Menge Arbeit für sie allein. Es wäre furchtbar, wenn sie den gleichen Fehler machen würde wie Renila. Ja, du könntest ihr ja vielleicht irgendwie helfen. Ich helfe ihr doch. Wir helfen ihr. Wir töten den Erneuerer und schlagen der Bestie den Kopf ab. Ich wüsste nicht, wie wir sonst helfen könnten. Und wenn ich weiß, dass er tot ist, kann ich nachts auch wieder schlafen. Konnte er vorher auch. Und Ole Federo? Vor einer Weile hat er geschrieben. Jede Menge Gejammer, wie ich es erwartet hatte. Er fragte, ob er uns irgendwie helfen kann, was ich nicht erwartet hätte. Er bot sogar an, mitzukommen. Könnt ihr das glauben? Nee, eigentlich nicht wirklich, aber was hast du gesagt?
Auf gar keinen Fall. Unsere Arbeit ist zu gefährlich und ihr kennt ihn ja. Er würde uns nur im Weg stehen oder umgebracht werden oder verwundet. Und daran würde er uns bei jeder Gelegenheit erinnern. Er soll sich besser in ein gemütliches kleines Leben irgendwo eingewöhnen. Auch wenn ihn das nicht davon abhalten würde, sich zu beschweren. Ja, wenn meckern kann, dir geht's auch noch zu gut, wa? Na gut, ich meine, an sich stimmt es, ne? Wenn du halt Leute richtig hart unter der Knute hast, dann wagen die nicht mehr, irgendwas zu sagen. Aber das ist, sollte man vielleicht trotzdem ein bisschen differenziert angehen, so die Aussage. So, ich laufe jetzt aber erstmal hier in den Sonnenschein und mache vielleicht noch nebenbei noch ein paar Quests. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, wenn wir dann irgendwo am Schnellreisepunkt stehen, um die Rest der Quests zu machen, von der zweiten Follower-Quest von, Gerissen wie die Nacht. Bis dahin. Ciao.